750.000 Euro investiert die Stadt Neustrelitz in die Sanierung der Schlosskirche nebst Umfeld. 520.000 Euro gewährt das Land als Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Aktuell laufen die Restaurierungsarbeiten an der Westfassade. Hier besonders im Fokus die Evangelisten Lukas, Johannes, Markus und Matthäus. Vier Figuren aus Terrakotta, 1859 vom Bildhauer Albert Wolf erschaffen. Die Arbeitsgemeinschaft Dömling und Wardak hat für diesen Teil der Restaurierungsmaßnahmen den Auftrag erhalten. Seit Februar sind David Wardak und Tina Dömling mit Unterbrechungen vor Ort, um Schäden aufzunehmen und zu beheben, Figuren und Schmuckornamente von Schmutz zu befreien. Der Zustand der Evangelisten ist im Großen und Ganzen gut. Wir haben die Reinigung der Oberflächen durchgeführt. Die waren stark verschmutzt und hatten mikrobiellen Bewuchs und Vogelkotverschmutzung. Wir haben viele Risse, die geschlossen werden müssen, und die Verankerung zur Rückwand muss saniert werden. Besonderes Augenmerk liegt hier auf den Figuren von Lukas und Johannes. Sie sind über einen Eisenanker mit der Fassade verbunden. Die Korrosion des Eisens hat ein Loch in die innenhohlen Terrakottakörper gesprengt. Hier gilt es, eine neue Mörtelplombe aufzusetzen. Auch an anderen Stellen haben sich Löcher und Risse ergeben. Regenwasser droht einzudringen. 2006 wurden erstmals an Teilen der Figuren Schadstellen ausgebessert. Nun ergibt sich dank der Unterstützung durch Fördermittel die Möglichkeit, die gesamte Fassade zu sanieren. In der nächsten Restaurierungsphase werden die Metallelemente vor Korrosion geschützt und Fugen ausgebessert, später dann schadhafte oder fehlende Teile durch neue ersetzt. Wir haben viele Fehlstellen an den Baldachinen, die durch herabfallende Teile passiert sind. Und wir haben in Gesprächen mit der Denkmalpflege und dem Auftraggeber beschlossen, dass die Teile in Ersatzmaterial, im Originalersatzmaterial neu gemacht werden. Heißt, sie werden in Terrakotta nachgefertigt und wir passen dann die einzelnen Neuteile an die Fehlstellen an, sodass am Ende das Bild von Baldachinen und Evangelisten wieder vervollständigt ist. Zunächst aber folgen weitere Reinigungsmaßnahmen. Ihre ursprüngliche Farbgebung werden die Terrakotta-Bestandteile allerdings nie ganz zurückerlangen. Zu sehr haben Wind, Wetter und andere Umwelteinflüsse auf sie eingewirkt. Schmutz vergangener Jahrhunderte, der den alten Figuren Charakter und Geschichte gibt.